Am 27. Mai 2008 verschwand der Buchhalter Thomas Clemens Kane spurlos von einem Tag auf den anderen. Am 6. Juni 2008 fand man seine verstümmelte Leiche am Steuer eines von vor mehreren Tagen verunglückten Wagens nahe Passau. Was sich genau in der Zeit von Ende Mai bis Anfang Juni abgespielt hat, lässt sich nur mutmaßen. Die Behörden gehen allerdings von einem Selbstmord aus. Die folgenden Audiotagebucheinträge wurden uns jetzt von einem ungenannt bleiben wollenden Informanten zugespielt und sollen ein neues Licht auf den Fall werfen. Mai 2008. Habe ich mich doch gestern wirklich mit unserem Softwaregott angelegt. Leider hat mich das auch nicht weitergebracht, habe immer noch keinen Zugriff auf diesen dämlichen Ordner. Aber was soll's, sollen unsere Eierköpfe ihre Spielchen spielen, ist mir doch scheißegal. Ich will endlich nach Hause, es wird immer noch viel zu spät. Notiz an mich selbst, Blumen für Pauline. Vielleicht kann ich die Wogen noch etwas glätten. So, dann wollen wir mal... Oh. Was ist das? Großartig. Noch mehr Mails. Na gut, die gehe ich schnell noch durch. Spam, Spam, Spam. Moment. Absender John Doe. Betreff Projekt Donnerkuppel. Na klasse. Mal sehen. Was? Das kann doch nicht sein. Der erlaubt sich einen Spaß mit mir. Da steht wirklich, Aurora lebt und ich werde sie befreien. Na, herzlichen Glückwunsch. Noch so ein Irrer. Ich glaube, ich gehe jetzt besser nach Hause. Heute wird das eh nichts mehr. Eine Notiz an mich selbst, Teil 2. Spamfilter anpassen. Danke. Die ganze Wahrheit ab 15. Dezember 2009. Experiment Zero, der neue High-End-Thriller aus dem Hause Innovative Fiction. Mehr Details unter www.innovative-fiction.com.